Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Serie Selenium WebDriver vom Anfänger zum Profi. In dieser Folge schauen wir uns die Methode getOptions der Klasse Select an. Dazu schauen wir uns gleich mal an, was wir machen werden. Und zwar rufen wir die Seite wikipedia.org auf und haben hier unsere Sprachauswahl. Wie wir sehen werden, wenn wir es inspizieren, ist es eine Dropdown-Liste. Mit dem Tag Select haben wir ein Tag Select, können wir mit der Klasse Select arbeiten und uns die einzelnen Optionen in einer Liste ausgeben lassen. Also Value, Length oder auch Text. Was wir in dieser Folge machen werden, ist uns den Text hier ausgeben, erstmal alle Texte ausgeben. Anschließend wählen wir ein Value aus und überprüfen dann, ob das ausgewählte Value hier erscheint und ob es Select ist, dann mit einem Testfall. Also starten wir gleich. Dazu öffnen wir Eclipse, erstellen in unserem Package Web Element eine neue Klasse, die wir Select Options Test nennen. Was wir jetzt machen, ist erstmal ein WebDriver, eine Referenzvariable vom Typen WebDriver, Private WebDriver, Driver, ein String für unser UL, Private String Base UL. Unseren WebDriver importieren wir entweder wieder auf Klicken, Import manuell, oder wir klicken einfach Steuerung Shift O. Als nächstes benutzen wir eine Annotation Before Class. Diese wird immer vor den Methoden ausgeführt, beziehungsweise einmal vor der Klasse und einmal nach der Klasse. Die nennen wir Public Void Setup. Importieren wir unseren Before Class. Wichtig ist hier, dass wir TestNG auswählen und nicht JUnit. Wir initialisieren unseren Driver. Das ist gleich New Firefox. Fox Driver und initialisieren unsere Base URL. Base URL ist gleich. Und so kopieren wir die URL einfach aus der Seite und fügen sie ein. Importieren unseren Firefox Driver. Jetzt müssen wir unsere Implicit Weight setzen, damit, wenn einzelne Elemente, also Implicit Weight gilt nur für Find Element und Find Elements. Die Unterschiede werden wir uns dann genauer in einem weiteren Tutorial angucken zwischen Implicit und Explicit Weight, wann welche eingesetzt werden. Jetzt nehmen wir einfach Implicit Weight, das ist sozusagen Driver, Manage.timeouts.implicit. Vergeben wie lange und welche Zeiteinheit. In unserem Fall Time Unit Seconds. Und maximieren unser Fenster noch. Driver.manage.window. Maximize. Und rufen anschließend unsere Seite auf. Driver.get. URL. So, das ist jetzt alles nichts Neues, das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Was wir jetzt machen, wir machen zwei Testfälle innerhalb einer Klasse, was man eigentlich nicht oft macht, aber wir machen es einfach, um zu veranschaulichen. Später erstellen wir dann für jeden Testfall eine eigene Klasse. Add Test. Unseren Test nennen wir wie unsere Klasse, nur klein geschrieben, Public Select Options. Test. Importieren unser Test. Natürlich darf unser Void nicht fehlen. So, was wir jetzt als erstes machen, ist einmal unser Web Element Select identifizieren. Hier haben wir eine ID, die
ist einzigartig, wie wir hier sehen, also benutzen wir die auch gleich mal. Wir müssen kein XPath erstellen, wenn eine ID zur Verfügung steht und die einzigartig ist, immer die ID verwenden. Dazu sagen wir jetzt Web-Element Select-Element ist gleich Driver.FindElement by.ID. Jetzt fügen wir unsere ID jetzt ein, importieren unser Web-Element mit STRG-O und einfach drüber gehen. Jetzt kommt der neue Teil. Unsere Select-Klasse, eine Referenzvariable vom Typen Select. SelectLang nennen wir sie einfach für Language. Ist gleich New Select. Und jetzt übergeben wir unser Web-Element SelectElement. Das nennen wir nochmal L. Element. Übergeben hier unser Select-Element. Und importieren unser Package Select. Und immer darauf achten, dass wir Selenium auswählen. Und was wir jetzt machen können, wir gucken uns erstmal an. Select, Length und jetzt Punkt, dann sehen wir die ganzen Methoden. Haben wir ja in der letzten Folge 3 Stück kennengelernt. Was wir jetzt auswählen ist GetOption, so wie wir sehen. Es wird eine Liste erwartet vom Typen WebElement. Das machen wir auch gleich. Also sagen wir List und jetzt WebElement. Die nennen wir einfach Liste Language ist gleich Select.SelectLang.GetOptions. Jetzt unser Semikolon und die Liste noch importieren. Util darauf achten, nicht AWT. Was wir jetzt machen können, ist einfach eine ForEach-Schleife vom Typen WebElement. Element Web Language nennen wir es einfach mal. So, und jetzt die Liste, Liste Length. Und jetzt können wir uns die einzelnen Elemente ausgeben lassen. Und dazu schreiben wir einfach WebLength. Dazu erstmal noch SysOut. Und jetzt WebLength. Hier ändern wir noch unser L in groß. Und das gleiche machen wir hier. Und sagen .getText. Das Ganze füllen wir jetzt einmal aus. Und wie wir sehen werden, wird uns auf der Konsole die einzelnen, also hier, die einzelnen Sprachen ausgegeben. Es wird der Browser aufgerufen. Im Browser passiert nichts, weil wir ja keine Aktion ausgeführt haben. Wir geben uns nur die Sprachen in der Konsole aus. Den Driver haben wir auch nicht geschlossen, deswegen schließt sich unser Fenster nicht. Und wenn wir jetzt hier gucken, Test war positiv. Das heißt, wir hatten ja auch wirklich keinen Test, weil wir kein Assert benutzt haben, was wir jetzt im nächsten Schritt tun werden. Und hier sehen wir unsere einzelnen Sprachen, die wir ausgewählt haben. Also erstellen wir eine neue Testmethode. Die nennen wir MetTest public void select length da test. Wir suchen uns jetzt, wir wählen jetzt die Sprache DA aus, hier für Dänisch. Die wird dann hier ausgewählt sein und dann überprüfen wir mit einer Assert-Anweisung, Assert True, ob die Sprache ausgewählt ist. Das Ganze machen wir jetzt einfach. Jetzt gucken wir, wahrscheinlich sind wir innerhalb der, ja, müssen wir hier raus, STRG X und hier unsere Methode
erstellen. Was wir jetzt machen können, ist, wir übernehmen erstmal hier unser Select. Also den Teil können wir übernehmen. Steuerung C. Schreiben den hier rein. Was wir jetzt nur machen müssen, ist wieder eine For-Each-Schleife. Nehmen wir auch Web-Element. Link ist gleich Liste Link Kolon, eckige Klammer. Was wir jetzt brauchen, ist ein Datentyp, eine Variable vom Datentyp Boolean, in der wir unseren Wert speichern, ob die Sprache ausgewählt ist. Sagen wir DA selected. Die setzen wir auf initialisieren mit false, also nur wenn sie ausgewählt ist, wird sie zu true. Dann sagen wir if weblang.getAttributeValue also haben wir hier unseren Value Wert und überprüfen, ob der DA ist, also suchen den aus. GetValue equals DA. Dann sagen wir WebLang, also wenn er DA ist, dann Klick. Und jetzt sagen wir DA select ist gleich weblang.isSelected und das müsste uns den Wert true zurückgeben, wenn es ausgewählt ist. Was wir jetzt noch anschließend machen müssen, ist einfach uns eine assert.assert true. Und hier wird erwartet, jetzt haben wir importierte automatische Units, löschen wir einfach und importieren unser TestNG. Und jetzt erwartet er hier einen Wert, der true ist, dann wird das keine Fehlerwirkung sein, das heißt, dass er dann nicht einen Fehler anzeigt. Also sagen wir, unser Web-Element, unser Boolean-Wert, den wir hier haben, ist selected. Wenn es ausgewählt ist, müsste es true geben. Also sagen wir einfach DA selected und speichern. Jetzt führen wir das Ganze aus. Als erstes wird dann wieder in der Konsole unsere Sprachen ausgegeben und dann anschließend wird DA ausgewählt. Und wenn DA selected ist, bekommen wir zwei positive Testfälle zurück, die keine Fehlerwirkung aufweisen. So, jetzt sehen wir schon, DA, es ging so schnell, dass DA schon ausgewählt ist. Den Driver haben wir nicht geschlossen. Und wir haben zwei Tests, die gelaufen sind. Keine Fehler-Rees, also keine Fehlerwirkung und kein Übersprung. Hier haben wir unsere Sprachen im ersten Test, den wir uns ausgeben. Und anschließend haben wir hier unsere einzelnen Testfälle, die beide erfolgreich durchlaufen sind. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Eine kurze Zusammenfassung, was wir gemacht haben. Wir haben die Klasse Select benutzt, weil wir ein Select Tag hatten. Dann bietet sich immer die Klasse Select an. Wir haben uns die einzelnen Optionen mit der Methode GetOptions in einer Liste gespeichert vom Typen WebElement. Haben sie uns anschließend ausgegeben und anschließend haben wir eine Sprache ausgewählt durch Attribut Value. Und dann überprüft, ob die Sprache auch hier ausgewählt war. Ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen. Und bis zur nächsten Folge Testautomatisierung gewusst wie.